Akt 3. Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Gala waren hoch. Sie sind ein ziemliches Risiko eingegangen, dort aufzutauchen. Wenn wir Dr. Emeril entführen wollten, mussten wir es von innen tun. Beth Wilder. Sie haben ihr schnell vertraut. Wir hatten gemeinsame Interessen. War das alles? Ja, das war alles. Hallo. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so in Schale werfen würdest. Vielleicht hältst du lieber die Klappe. Wir versuchen, etwas Ruhe zu haben, bevor es losgeht. Okay. Befreist du mich aus diesem Stuhl? Hör auf zu zappeln. Du wirst das hier brauchen. Vielen Dank. Klar. Wie sieht's aus da draußen? Und damit willkommen zurück zu Quantum Break. Alle konzentrieren sich auf die Party. Dein wahnsinniger Plan scheint zu funktionieren. Und Dr. Emeril? Ich habe sie noch nicht gesehen. Aber sie wird entweder bei der Party oder in ihrem Büro im F&E-Labor hier auf der Insel sein. Ich misch mich bei der Party unter die Leute. Du süffelst also Champagner, während ich in eine Hochsicherheitsanlage einbreche? Du hast wohl an alles gedacht. Ich heb den Cocktailwürstchen auf. Oh, na dann. Und damit nochmal willkommen zurück zu Quantum Break. Ich bin euer Firobo. Ich kann meine Tarnung nicht die ganze Nacht aufrechterhalten, aber ein wenig Zeit haben wir noch. Du kannst also nicht mit mir zur Vordertür raus. Das ist sowieso der schnellste Weg zum F&E-Labor. Was für ein massives Tolles ist. Ich habe das Sicherheitssystem des Hintereingangs deaktiviert, aber es wird Wachen geben. Meld dich, wenn alles in Ordnung ist. Werden wir tun. Du weißt, worum es hier geht. Es geht nicht um Rache. Ich bin nicht wegen Paul hier. Da bin ich aber gespannt, was gibt's hier? Du kommst nicht mit? Viel Glück. Genau, jetzt können wir mal zurück. Oh, okay. Legen wir los. Na gut. Oh. Hey, ihr entkommt! Natürlich, direkt instant haben sie es gesehen. Okay. Ich weiß auch nicht, was geschehen ist wahrscheinlich. So, aber hey, wir können... Verdammt, das wird morgen ganz schön wehtun. Ja. Ach, wir hatten sogar noch Waffen da. Meine Kräfte wuchsen und ich lernte, sie besser zu kontrollieren. Ja, wir haben sogar noch Waffen. Ein großartiges Gefühl. Ja, so können wir... Ah, okay. Wer hat diese Türen gebaut? Hilft wohl nur mehr Tempo, um da durchzukommen. Okay. Warum es jetzt nicht geklappt hat. Achso, ich muss das so gedrückt halten. Ah, okay. Gut, hab verstanden. Oh, Helikopter dort war das. Ah, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Hey Beth, ich bin soweit. Was jetzt? Was ist das da? Du wirst gleich einen Radarturm sehen. Sag Bescheid, wenn du drin bist. In Ordnung. Okay, ein automatisches Geschütz. Da haben wir hier mal von vorbeilaufen, scheinbar. Und es ist gleich vorbei. Hey, ja, Alter, hier sind ja, guck mal, alte Kanonen noch. Na ja, guck mal hier, haben wir sogar was. So, 8 Stück gibt's, aua, aua, aua. Schlimmer bitte. Upgrade, können wir upgraden? Wir haben 3 Punkte, aber ne, sieht wahrscheinlich nicht so aus. Ne, mach mal alles mehr. Okay, gut. Gegen das Ding zu schießen ist wahrscheinlich auch keine gute Idee. Du hättest mich ruhig warnen können, Beth. Okay, wie komme ich zum Radarturm? Okay, hier ist irgendwo noch was. Wie kann ich das nochmal machen? Kann ich
das Ding. Ach, ich kann das Ding von hinten einfach ausschalten, oder was? Hm, auch gut. Wir könnten uns ein Maschinengewehr nehmen. Machen wir das doch mal. Also, wir müssen uns zwischen der Sniper und dem Maschinengewehr entscheiden, wie scheint. Ist ja doof. Aber die Sniper war ganz cool eigentlich. Okay, gut. So, jetzt können wir es zurücksetzen. So, aber. Ah, wir können hier hoch. Warte mal eben. Oh. Okay, das ist da hinten. Nächster Versuch. Ja, ja. Ah, guck mal, wir können das auch von hier aus machen. Siehst du mal. Okay, wir werden also sehr viel mit diesem Spund jetzt einge. In Ordnung. Das wäre erledigt. Okay. Ich weiß nicht, wie wir die Trockendock-Sache der Öffentlichkeit erklären sollen. Hey, es waren nur unsere Leute da. Wir können erzählen, das ist jetzt nicht mitbekommen. Wir nennen es einen Unfall, oder? Schieben es Joyce in die Schuhe. Ja, er kann ruhig der Sündenbock sein für das, was er angestellt hat. Bam. Das waren alle. Ja, war ein bisschen hinterlistig für uns, ne? Die Zeit fühlte sich hier zerrissen an. Was haben wir hier? Monarch hat über Befestigungsanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Ich fragte mich, warum sie diese Insel gewählt hatten. Die vorhandenen Tunnel führten zum Festland. Perfekt für den Bau eines streng geheimen F&E-Labors. Bisse. Die Kanone schien von der Zeit losgelöst. Was haben wir hier? Der Zeitstrang der alten Kanone fühlte sich lose an. Ich konnte sie verändern. Gutes Ziel für eine Kanone, Jungs. Ah. Irgendwo da hinten? Kommen wir da hin? Hä? Okay, nächstes Mal schneller. Ich versuche das Ding gerade zu finden, aber... Wie soll ich denn da hinkommen? Ach da, oben drauf. Das ist natürlich sehr schlau von mir gewesen. Und zack, hört jetzt der Punkt auch endlich. So. Können wir jetzt ein bisschen leveln. So, haben wir sonst noch irgendwas hier? Nope, okay, gut. So, dann auf die Kanone drauf. Ich habe nachgedacht. Die Berechnungen von Monarch geben an, dass die Anomalien häufiger auftreten werden. Wenn eine auftritt, während wir uns Dr. Emerald schnappen. Wirst du in der Zeit eingefroren? Ja, ich weiß, das ist ein Risiko. Monarch-Spezialsoldaten haben Anomalie-Schutzanzüge. Ich wette, Dr. Emerald hat auch einen in ihrem Büro. Ich schaue mich um, vielleicht kann ich einen für dich finden. Irgendwas Tolles, kann ich aufmachen, ne? Okay, kann auch nichts machen, okay, müssen wir so lang. Jetzt vielleicht echt öfters mal diesen Sprint benutzen. Warum musste der. Ah, ich wollte gerade sagen, warum musste der jetzt hier. Hab gehört, Serena Joyce in der Zelle besucht. Ja, ich habe gehört, dass ihn das persönlich interessiert hat. Jemand hat gesagt, das ist, weil beide Kräfte haben. Muss man das wohl nennen? Ich habe auch gehört, dass es um etwas Persönliches ging. Was treibt dieser Serene eigentlich? Ich dachte, Hatch wäre der oberste Chef. Einerseits schon, andererseits nicht. Hatch ist das offizielle Gesicht. Serene ist der eigentliche Boss, aber er bleibt gerne im Hintergrund. Das ist ziemlich seltsam. Willkommen bei Monarch, Kollege. Na, ein toller okay, ein Helikopter. Wenn du seltsam klarkommst. Natürlich kommen dann noch mehr Soldaten raus, wie scheint. Hm. Der wird uns jetzt auch nicht mehr angezeigt. Das ist ein Explosionsding. Ach, dammit. Hm.
Na, ja, kommst du noch her oder versteckst dich jetzt die ganze Zeit? Ich treffe ihn nicht, endlich. So, haben wir da oben noch einen. Ich mach das. So. Ich finde dieses Sturmgewehr so. Bam! Mach mal. Ob wir das noch schaffen? Nein. Ups. Dann halt so. Headshot. Ich würde eigentlich, glaube ich, was anderes machen, aber egal. So. Jack, ich habe das Sicherheitssystem deaktiviert und das Tor entriegelt, das zum Turm führt. Sag Bescheid, wenn du dort ankommst. Danke, Beth. So, Super, noch einer. Ich muss zum Radarturm. Sag's mir hier, Reins. Hä? Okay, nächster Halt, Radarturm. Kann ich da nochmal durch? Nee. Hä, ich verstehe nicht genau, wo das Ding jetzt liegt. Das ist gerade mein Problem. Kann ich irgendwie runter oder so? Oder irgendwie rauf? Was haben wir hier? Mein Muni wäre da gewesen. Na gut, egal. Sieht das Ding aber auch nicht. Kann ich da irgendwie auf die Mauer rauf? Ich verstehe es gerade echt nicht. Vor allem die Anzeige ist manchmal da, manchmal nicht. Hier, jetzt guck mal, da kann ich jetzt nicht rüber. Hä? Ich hätte jetzt doch da irgendwie hingekonnt, aber gut. Dann halt nicht. Das Blitzen da oben. Ach Gott. So. Können wir uns jetzt in Ruhe umgucken? Können wir jetzt hier vielleicht irgendwie dann noch daran? Ne, schauen wir nicht. Okay, wir haben die Chance getan. Schade. So. Beth? Ich bin beim Radarturm. Wo ist das Labor? Unter dir. Alles streng geheim. Der Lift im Inneren bringt dich runter. Ernsthaft? Was ist das hier? Das Geheimversteck eines Bond-Bösewichts? Du hast ja keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall cool Hubschrauber. Hallo. Scheiße. Ah, da fehlt uns leider ein Punkt. Das wäre erledigt. Gut, dann gucken wir uns noch hier im Um. Oh, ich könnte jetzt ein Häuschen. Kriegen wir sogar Informationen. Okay. Hier haben wir nochmal angezeigt, okay. Ist hier vielleicht irgendwie noch was? Kann ich hier rein? Da könnte ich rein. Okay, wir gehen erstmal jetzt runter. Ah, guck mal hier. Hat sich schon gelohnt. So, haben wir 4 von 8. Ja, leider fehlt uns einer. Mist. Na egal, so. Gehen wir rein. Oh, wird noch. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass eine Zwischensequenz kommt. Ich weiß, Sie haben jemand anderes erwartet. Leider
Leider ist Mr. Serene mit seinen vielen Pflichten beschäftigt, die notwendig sind. Der Stream fängt an. Geben wir Monarch das Publikum, das sie verdienen. Und darum geht es heute Nacht. Die Zukunft. Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen würde, auch wenn Sie nicht wissen, was das bedeutet. Ja, wir müssen mir nicht komplett hören. Ich gehe runter in die Labore. Okay. Auf der Party gibt es ein kleines Durcheinander. Serenes rechte Hand ist auf dem Podium. Es hätte aber Serene sein sollen. Ja, Paul war wohl zu sehr damit beschäftigt, mir sein Herz auszuschütten. Die Anzeigen sind ein bisschen am Rumbuggen. Guckt euch das an. Diese Musik. Wahrscheinlich kommt hier auf jeden Fall das Riesengeballer oder so. Aber ein schön großer. Deck, das lokale Sicherheitsnetzwerk hat Alarm geschlagen. Sie wissen, dass du da bist. Ja. Sag bloß! Okay. Es ist Joy! Unfassbar. Okay, kann ich jetzt irgendwie raus? Oh. Quick Time Event, yay! Stimmt, stimmt, wie wir die verfolgen. Oh, Ruckel. Okay. Oh, fuck. Geht das überhaupt? Oh, wir können die gar nicht abholen, okay. Okay, laufen wir hier rum. Scheint aber nichts für uns zu sein. Doch, da die Informationstafel. Dr. Emeralds Büro. Anscheinend ist es eine Ebene höher. Okay. Da stimmt doch was nicht. Ruhe. Ah. Okay, es gibt sehr, sehr viele. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Okay, gucken wir uns das mal hier um. Da ist er! Es passiert immer häufiger. Okay, schreibt mich doch nicht so. Okay, wir kommen immer hier hin, wie es scheint. Oh, hier haben direkt zwei Sachen. Eine Drohne. Auch nett, aber warte, da können wir es kontrollieren. Das war eine Art Überwachungsdrohne. Die Tatsache, dass Monarch auch Augen im Himmel hatte, beunruhigte mich ein bisschen. Ich frage mich, warum sie die Drohne hier in so einem da bauen. Und hier kann ich nichts machen. Oh, jetzt, okay. Hier kannst du es noch eins angucken. Sicher, dass das nicht zu uns zurückverfolgt werden kann? Unmöglich. Ich habe die Steuerung so angepasst, dass die Drohne auf ihren Befehl hin in die Villa stürzt. Gut. Sehr gut. Ich werde sicherstellen, dass Sophia in Position ist, wenn es soweit ist. Warten Sie auf mein Signal. Okay, es ist planiert für ein Attentat. Hey, Kollege, lass mal durch. Wie komme ich da jetzt hin? Nach da hinten lang. Na gut, dann gehen wir mal. Ui, ich bin Speedy Gonzales. Wie komme ich da hin? Was zur Hölle ist das? Ich hab keine Ahnung, ich fühle das auf jeden Fall Schilder. Was ist das? Es ist, als ob ich ausgesaugt werde. Okay, gucken wir uns hier nochmal rum. Das ist besser. Wozu brauchen Sie so ein Ding überhaupt? Oh, okay. Das Ding saugte meine Kräfte aus. Wir nennen es den Kronon-Dämpfer. Da können wir uns noch was angucken. So, ihr dürft lesen.
So, komm ich jetzt nicht mehr dahin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen fail. Haben wir hier noch irgendwie was? Okay, die Türen scheinen jetzt wieder richtig. Die Türen scheinen wieder zu funktionieren. Komm ich aber nirgends raus. Wie komme ich denn da hin? Ich check's gerade nicht. Ich denke mal, warte mal. Von daher wäre ich gekommen, ne? Ja. Okay, gut. Ich hätte gerne die Teile. Aber komme ich da hin? Ist die Frage. Wahrscheinlich muss ich erstmal hier lang. Was? Spielst du an der Tür gestorben? Lol. Okay, gut. Das Ding saugte meine Kräfte aus. Wir nennen es den Kronon-Dämpfer. Das haben wir schon. Schon cool, was nochmal. Ach komm, ist eine Tafel, die haben wir nicht gesehen. Okay. Sonst noch was hier. Ich habe da noch jede Menge Punkte, die ich gerne hätte, aber ich weiß nicht, daran komme. Schon, wie soll das denn gehen? Hä? Ich check's nicht. Das Ding saugte meine Kräfte aus. Wir ja. Nennen es den Kronon-Dämpfer. Achso, das wurde doch gezählt jetzt beides hier. Scheinbar gut. Das bringt aber mir gar nichts. Puh. Als Paul mich in der Zelle besucht hat, sagte er, die Zeit sei ein geschlossener Kreis. Glaubte, dass der Riss nicht repariert werden könne. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich mir Fragen zu stellen. Wenn die Zeit enden würde, warum dann das alles? Schön, also ich wollte ganz ehrlich sagen. Der Alarm würde ausgelöst werden, sobald die Anomalie zu Ende war. Die Zeit war knapp. Dr. Emeralds Büro. Anscheinend ist es eine Ebene höher. Okay. Ach, komm, ein paar Toiletten. So, hier können wir jetzt endlich hingehen. Dann nenne ich uns alle Punkte, die wir holen. Da haben wir zumindest eine, die wir holen können. Aber wo ist Nummer 2? Was haben wir denn hier? Oh, ich hab die falsche Waffe. Kannst du bitte auf den anderen Seite? Nein. Wow. Schön, dass das einfach nicht, das Schiss einfach nicht ankommt. Dass die eine Anomalie irgendwie weg ist. Ah, jetzt, Gott, jetzt. Ist das so bescheuert? Diese Reichweite von den Waffen. Hä? Wieso ist jetzt die eine Anomalie weg? Ich verstehe es nicht. Schön, dass diese Kopf. Oh. Hui. Kann ich dich auch mit dir ausspielen? Hui. Hui. Blöpp. Sie wäre in der Schwerelosigkeit gefangen, ne? Ich verstehe nur nicht so ganz. Okay. Ich muss zu Dr. Emeralds Büro. Ja, wieso ist jetzt die andere an? Egal. Da haben wir, glaube ich, was zu. Okay, da ist jede Menge anscheinend zu entdecken. Können wir hier lang? Hier sind wir anscheinend auch hin. Okay, aber. Gut, da kommen wir nicht lang. Ah, ach, achso. Einfach gegenlaufen. Okay, gut. Was ist das? WTF? Scheiße! Hm.
Man kann es auch übertreiben, ne? Und der ganze mit der Pistole. Was zum Teufel ist dieses Ding? Alter! Bist du nur, Alter? Ich kann auch seine Fähigkeiten nutzen. Wow. Aua. Ja, bleib doch mal in Deckung. Lol, lol. Wie soll ich das denn machen? Alter. Hilfe. Scheiße, krass. Ding ist hart. Ding ist sehr hart. So, dann gehen wir wieder durch. Überspringen. Jetzt kriegen wir nochmal eine Ladezeit dort. WTF, warum? Ich finde Quantenwellen, naja, so. Was zum Teufel ist dieses Ding? So, haben wir die schon mal. Ist das so eine Schwachstelle? Aua. Das ist die Schwachstelle. Okay, gut. Kann ich nur. Oh, jetzt. Kann ich wieder ein bisschen laufen. Geh mal zur Seite, Junge. Aua! Ich kann da auch noch hin, okay. Hinter den verstecken hier. Bisschen regenerieren. Oh, keine Muni mehr. Scheiße. Okay, war's das? Fuck, das war wirklich brutal. Oh. Karabiner nachladen? Achso, das ist nachgeladen, okay. Uiuiui. Wo geht's zu Emeralds Büro? Alter Schwede. So. Die Teile wurden als laufende Panzer konzipiert. Sie waren nicht für Sie. Bilden Sie sich nichts ein. Okay, da oben sollen wir hin. Das da. Ja, wahrscheinlich kann man hier die Tür zurücksetzen oder so. Oh, hallo. Ah, okay. Ah. Okay. Können wir hier rein? Oh. Dann fährt er uns nach da oben. Vielleicht kann ich dort raus. Ah, oder so. Gut. Sehr schön, so. Ups. Laufen wir hier lang. Hüpp, hopp, hüpp, hopp. Was seid ihr denn? Ist wahrscheinlich nicht der übliche Weg für Angestellte. Kann ich dich erschießen. Und da lang. Dann hier lang. Ha. Haben wir noch was Tolles? Scheinbar nicht, okay. Dr. Emeralds Büro muss in der Nähe sein. Oh. Puh. Ist ja knapp. Was ist das denn da? Eine Reinigungskraft. Kein Alarm. Offensichtlich hat keiner was bemerkt, als ich hineingegangen bin. Pff. Gut gemacht, Beth. Okay.
gucken wir uns das mal hier oben, würde ich sagen. Wieder viel lesen. So. Blub, blub, blub. Was ist mit dir passiert? Du fällst dir einfach hin? Nein! So. Dann gibt's auch noch jede Menge zu entdecken. Ich hab's ja einfach hier alles lesen können, ne? So. Was machst du da so? Das ist Emeralds Büro. Emerald hatte versucht, Paul zu warnen. Das Ende der Zeit kam schnell näher. Es blieben weniger als 24 Stunden. Mr. Serene hatte geglaubt, es würde Jahre dauern, bis es soweit wäre. Offensichtlich lag er falsch. Was sind wir hier? Das da sieht aus wie das, was Beth wollte. Okay. Ah, verdammt. Emerald ist auf der Party. Diese Anomalie wird nicht ewig dauern. Ich finde besser hier raus und gehe zur Party. Ja, machen wir mal hier Party-Cracker, ne? So, so. So viel zu lesen, so. Gut. Ist auch noch was. Aber wird man sich das alles durchlesen, da hätten wir natürlich mal echt nochmal gute Stundenspielzeitstrecken, ne? Okay, gut. So. Hier irgendwas drin? Haben wir noch was? Ich finde es immer lustig, dass man das die Reden hören kann. Finde ich sehr lustig. Das ist hier noch eine Tafel, die wir uns angucken können. Können wir hier runterspringen? So. Unter uns anscheinend. Oder? Ja. Gut, dann haben wir hier alles erledigt. Hä? Sind die Sachen wieder normal? Hier, hui. Ziemlich teure Ausrüstung, die sie da gestohlen haben. Na und? Ich wusste, dass Beths Tarnung nicht lange anhalten würde. Ich musste es ihr zur Gala bringen, bevor es zu spät war. Dann stellen wir rein. Wo muss da hier noch ein Ding sein? Ich würde mal sagen, es ist da drin. Ja, ist da ein Deutsch da drin. Wie komme ich da hin? So, da. Ein Kaffeebecher, natürlich. Ach, ein Sammelobjekt, das ist okay. Noch hier so ein paar E-Mail-Kontakte. Frage ist jetzt, war ich hier schon drin? Ich weiß gerade gar nicht, glaube nicht. Einfach mal sehen. So. Alter, hier geht's euch ab. Wie kommen wir da jetzt rein? Wie kommen die Leute da rein? Ach, das ist eine Schleuse. Ist die Schleuse denn offen? Die Schleuse ist natürlich offen. Nice, nice, nice. So, dann gucken wir uns hier, das ist mal hier den Punkt, würde ich sagen. Ah, ich muss mittendrin stehen, okay. So, dann haben wir zwei Punkte nicht bekommen. Kanonen, die bei einer Anomalie funktionieren sollten. Paul hatte klare Prioritäten. Das Ende der Zeit bedeutet nicht das Ende von Waffen. Ja, Amerika, ne?
Mary kann seine Waffen. So, können wir jetzt eigentlich was upgraden? Wir haben jetzt 8 Punkte. Nice. Was war hier? Erhöhter Flash. Flash drücke. Okay, cool. Das ist eigentlich ganz nice. Was haben wir denn hier? Reduzierte Abklingzeit. Was haben wir hier noch? Erhöhte Reichweite. Zeitstopper. Gesteigerter Rückstoß. Oh, das klingt alles so cool. Maximaler Fokus. Zeitfokus dauert noch länger. Das ist auch ganz nice. Zeit verlangsamen. Okay. Den Flash haben wir noch gar nicht geskillt. Den skillen wir jetzt mal. Der kostet auch nur 2 Punkte. Huh? So, Multitech dann Gegner zu Boden werfen durch die. Okay, hinten eine Flash. Mach mal hier Flash. Wird ja momentan so viel gebraucht. Daher skillen wir das mal komplett. Warte mal, kann ich noch was skillen? Hallo? Ne, das ist auch so, dass der Zeitrank. Ich will aber. Eigentlich wollte ich Upgrades da, genau, da wollte ich hin. Hä? Achso, ist einfach, dass es freigeschaltet ist. Seren, okay, Jack. Beth. Da haben wir noch ein bisschen was für uns. Und überall die Soldaten hier. Da können wir uns noch was angucken. Die Kampfausrüstung von Monarch war sperrig. Was ich aus Dr. Emeralds Büro mitgenommen hatte, war deutlich leichter. Fast wie ein Modell für Zivilisten. Aha. Ja, wahrscheinlich für unseren Freund hier, ne? So, kann ich jetzt hier durch? Wir können noch ein paar Laptops angucken. Oh Mann, komm schon, du bist bei der Arbeit. Ach, wir sind jetzt im neuen Bereich. Okay. Ja gut, damit auch die Folge nicht allzu lang geht, mach ich hier an der Stelle mal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.